Ja, war gut. Fast zugeschüttet. Den Büchern und denen, die sie lesen, gilt mein Gruß. Und damit habe ich hoffentlich jede und jeden von Ihnen, die hier sitzen und auch die, die leider keinen Platz mehr gefunden haben und stehen müssen oder sitzen und uns nur von hinten sehen, habe ich alle, die hier im Saale sind, gegrüßt. Ich freue mich, dass in der Tat ein Geschenk heute offiziell eingeweiht werden kann, nämlich die neue Bibliothek, Jakob und Wilhelm Grimm, Zentrum der Humboldt-Universität, ein Bereich, der lange hat auf sich warten lassen. Herr Professor Markschies hat es eben angesprochen, aber was lange währt, wird auch endlich gut. Und nachdem diese Bibliothek ja schon mit Leben erfüllt worden ist, können wir heute auch sagen, Herr Professor Dudler, es funktioniert. Hiermit eröffnen wir das Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum zur gedeihlichen Benutzung. Helene und Wolfgang Peltraki machen sich auf, in der Grimm-Bibliothek der Humboldt-Universität Daniel Kehlmann zu empfangen. Der Schriftsteller soll im Stil von Giorgio di Chirico gemalt werden, in einem Doppelporträt. Di Chirico hatte in den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts Erfolg mit seinen rätselhaften, magisch-atmosphärischen Bildern.
Der Schriftsteller hat freudig eingewilligt, dem Kunstfälscher 2 Tage lang Modell zu sitzen. Da mitzumachen sei für ihn ein tolles Abenteuer. Er bekennt sogar, Beltracchi könnte gut einem seiner Romane entsprungen sein. Einer der Hauptpersonen in seinem letzten Werk war ein Kunstfälscher. Gleich am Anfang gibt's für Kehlmann eine kleine Überraschung. Die Malsitzung findet zufälligerweise im Stock F statt, dem Titel seines letzten Buches, jenes mit dem Fälscher als Romanfigur. Das ist auch schön, wenn man sein eigenes Bild so entstehen sieht. Ne? Das ist toll. Oder? Ja. Verdammt, ja. Die letzten Pinselstriche nach insgesamt 16 Stunden Malen gehören der Jacke. Gut, fertig. Jetzt noch die richtige Signatur. Es ist wie meine Crib, Baby. Hast du Bock, dann nehm ich dich mit. Ich zeig dir ein Buch, das es sonst nirgends gibt. Und wenn die Hornbrille sitzt, finde ich's mega. Flip, gibt's mehr als das Alphabet. Ich schau über das Buch in das Dekolleté. Der Flirt mit den Girls ist diskret. Beim Vorbeilaufen riecht ihr Parfum nach Orchideen. Eselsohren sind geknickt in der Bib. Der Hoodie macht zip, zip, zip in der Bib. Die Tastatur macht tipp, tipp in der Bib. Der Kugelschreiber macht klick, klick. Dass es so weit kommen würde, hätte ich nie geglaubt. Aber eine harmlose Recherche zu Superfoods entpuppt sich völlig unerwartet als riesiger Wissenschaftsskandal, in den Top-Universitäten und Spitzenforscher verstrickt sind und in dem sogar eine Wissenschaftsministerin vorkommt. Dabei wollte ich doch nur zeigen, wie einfach wir Verbraucher uns von Studien blenden lassen. Eigentlich wollte ich doch nur verstehen, wie leicht wir uns durch Pseudostudien täuschen lassen. Stattdessen bin ich in eine Wissenschaftswelt eingetaucht, in der Forscher es sich ganz bewusst sehr leicht machen und selbst dazu beitragen, dass sie kaum noch von Hochstaplern zu unterscheiden sind. Im Prinzip machen sich diese Wissenschaftler sogar zu Komplizen. Sie bereiten all den Verschwörungstheoretikern, all den Scharlatanen und Quacksalbern den Nährboden. Zurück bleiben verunsicherte Laien, die nicht mehr wissen, wem sie vertrauen können. Ah, Science. It's always very rewarding to find out that something that you have always instinctively known has been validated by science. As you know, I've always maintained that wearing a suit brings you countless advantages. And that conviction was based on my personal experience that wearing a suit makes you a better man. And now science has actually proven that.